und wenn Jungs auf die Bühne kommen, die als Mädels, hat das irgendwie einen Hintergrund? Ist das da hinten so ein Uniform-Transformer, Monster-Transformer oder sowas? Ganz genau, jetzt gehört so, sind sie doch auch zu ihrem Geschlecht gekommen. Ach so, ja. Die kleine Dirka, das kleine Mädchen ist durch die Zaubertür gegangen. Dann haben sie noch so von der Tages. Ah, echt? Sind sie sicher? Nee. Ich auch nicht. Nein. So? Tja, Kita, aus der Jury, deine 80 Verkehrsruf. Ja. So? Aha. Ich hab das auch gefragt. Denn die 8 Verkehrsruf ist ja eine B-Note, nicht wahr? Ja, 0-0. Ja. Das passt auch. Guck mal da. So. Was haben wir denn da? Eine 8, eine 7, eine 8. Ja. Ja, wunderbar. Ja. Ich könnte jetzt rechnen, ich will es nicht. Schade. 20. 23, genau. So. Sie haben ja doch gerechnet. Bitte schön, was? Sie haben ja doch gerechnet. Ja, Entschuldigung, nicht? Ist das so? Sie wissen ja, blonde Haare. Wer hat mir letztens noch gesagt, die ist so berechnet? Wer war das noch? Mein Ex, der neben Ihnen sitzt. Oh, es waren Ihre 100, die mich bitte sehr, die das bloß verschlangen. Das gibt ja heute Abend noch Stimmung bei Ihnen zu Hause. Hui. Hui. Party. Party. Ja, Party, genau, ganz genau. Party. So, tja, ich würde das gerne zur Überleitung nehmen, aber es fällt absolut keine Überleitung ab, so ein zu dem nächsten Kind. Deshalb lasse ich das Kind jetzt einfach nochmal auf die Bühne kommen. Sie haben es eben schon mal gesehen. Nein, haben Sie nicht, das ist ein ganz anderes Kind. Sie sehen, meine Damen und Herren, wie... Ach so, du? Okay, ja, du, nee. Ja, suchen sich irgendein Kind aus, ist doch egal. Moment, ein bisschen, so. Nach dem Jungen ist das ja eh was ganz anderes. Die Schwester war eben schon mal hier. So. Tja. Ganz ist ein Pink. Naja, rosa. Ist das Pink oder ist das rosa? Das ist eher rosa, ne? Pink ist violetter. Habe ich mir auch schon gedacht. Weißt du was? Stell dich doch einfach mal vor und sag der Onkel Santa Amaro, wer du bist. Sie lachen, so. Sag mal einfach mal, wer ich und warum du was machen willst. Ich bin die Sabine Düsseldorf. Das ist Mut. Das ist Mut. Zu sagen, dass man Sabine heißt, das ist Mut. Zu sagen, dass man aus Düsseldorf kommt. Ein Tod, genau. Niveau-Hupe. Bitte? Ich komme eigentlich aus Neu. Neu. Mit der Neu. Neu. Neu gesagt. So. Sehr schön. Darfst du da auch eine Oma wohnen? Gott sei Dank. Weil kein Enkelkind von der zurück. Naja, das wäre dann ja was völlig Neues. Ich schlafe morgen drüber, ja? Ja, ist in Ordnung. Ich rufe sie an und erinnere sie dran. Ja, sehr schön. Die kleine Sabine. Wie alt bist du denn? Das ist alles. Fünf? Ein halb oder fünfeinhalb? Ein halb. Ah ja, ich tue mich auf fünf. Fünf Fuß hoch, ja genau. So, das habe ich nicht gesagt, ich habe nur das gehört, was Marco laut gesagt hat. So. Das mit fünf? Tja, das ist eine gute Frage. Und jetzt? Ja. Was meinst du? Was meinen Sie? Curry ist zu viel für ihn, oder? Ja. Was wird's denn? Und versank in einer Wolke aus Curry. Curry zum Mitnehmen für zwei. Ja, genau. So. Etwas, was dir passt, wo du ganz bestimmt reinpasst. Rosa ist deine Farbe. Ganz genau. Das ist ja kein Rosa, dann wäre es ja etwas violetter, wie wir eben gelernt haben. Das ist Pink. Ach, das ist Pink. Das ist Pink, das ist Rosa. Nein, das ist Mauve. Ein blasses Lila. Bei Ihnen ist alles Mauve. Nein, das ist Auberginefarben. Und das ist Feuerrot. Die rote Gefahr. Witch, bodenlose Wand. Ah, die doch nicht richtig aufgehalten. Gut. So. Im Notfall kann man ja auch sein Auto damit abledern. Ja, wenn jetzt zunächst Frost kommt, ne, auf ja, die Frontscheibe genau. Legen. Passiert nichts. Kein Kratzen. Bettina hat es letzte Woche getragen, deshalb brauchen wir auch nicht zu kratzen. Nur feucht los. So. Am besten gehst du jetzt einfach mal hinter die Bühne mit dem kleinen Bühne. Mal, gib dir bitte einen Plan für den Fummel, der verläuft dich doch da drin. Wir haben Kompass hinter der Bühne, Herr Stör. Ach so, ja gut, da. Ganz schöne Kompass, Augenblick bitte.
So, und zieht sich um. Ja. Ja, zieht sich schon mal um. Ich helfe gleich.